Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Normalerweise machen wir ja Messe-Updates und Rundgänge, also alles im Vorfeld der Messe. Diesmal mal was ganz anderes. Wir machen eine Messe-Nachlese. Es geht um die ABF in Hannover und es geht natürlich los nach dem Intro. Bis heute, das heißt, das Video geht online und damit ist die ABF 2024 beendet und wir wollten einfach mal nachschauen, wie war die ABF. Es hat sich auf jeden Fall etwas getan. Es ist zum einen der Vanlife. Dieser Bereich ist richtig groß geworden. Letztes Jahr noch in Halle 19 mit dem Essen zusammen gewesen. Dieses Jahr schon eine ganze eigene Halle für sich bekommen und vieles mehr. Wir haben gesehen, Messerabatte sind möglich gewesen. Man sieht also den Unterschied zwischen solchen großen Messen wie Caravansalon, CMT, wo die Hersteller da sind, oder ob es eine händlergeführte Messe ist. Und das gibt einen Grund zur Freude für die nächsten Messen, die so kommen. Hamburg, Essen, Nürnberg und so weiter und so fort. München. Also da könnt ihr vielleicht das ein oder andere Messerabatt sehen. Wir zum Beispiel haben einen gesehen, knappe 11.000. War eine Einzelausnahme, muss man ehrlich sagen. In der Regel aber 3.000, 4.000 Euro. Keine Seltenheit, was wir sehen konnten. Also es tut sich was auf den Messepreis gedöns. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt eine sehr kompetente Person einfach eingeladen und den stellen wir euch gleich vor und werden wichtige Fragen mal zur ABF 2024 stellen. So, jetzt haben wir ganz fachkompetente Leute hier sitzen und zwar Leute, ja eine. Ach so, ein, ja. Eine Person, ja, hinter der Kamera sitzt auch einer, aber der ist ja nicht fachkompetent. Ein Leut. Und zwar geht's um die ABF-Messe. Dirk, du warst zum ersten Mal dabei. Für euch Dirk von Avanti und Tour. Ihr kennt ihn, aber trotzdem, so viel Höflichkeit soll ja noch sein. ABF zum ersten Mal. Was sagst du zu der Messe? Jo, kannst du natürlich nicht vergleichen. Ne? Das kannst du also mit den Messen, die ich bisher erlebt habe, ob Düsseldorf oder Stuttgart, kannst du es nicht vergleichen. Das ist eine kleine Messe. Aber trotz allem fand ich, war eine gute Auswahl an Fahrzeugen da. Also haben viele Marken gesehen, die du sonst auf den großen Messen nicht mehr siehst. Corrado, Sunlight, Etrusco. Also von daher fand ich, die Auswahl war in Ordnung. Aber wäre für mich jetzt nicht nochmal, dass ich 400 Kilometer fahre. Das heißt, man muss schon die Stadt dazu buchen, damit man sagen kann, dann würde es sich lohnen. Ja, die Stadt und ich habe ja noch ein paar Tage Lüneburger Heide vor der Nase. Und von daher, dann macht es im Gesamten Sinn. Irgendwas aufgefallen, so Messerabatte, weil auf der CMT hat man davon ja weniger mitbekommen. Jetzt hier auf der Messe, man konnte das ein oder andere sehen. Teilweise deftige Rabatte. Deftige Rabatte und was immer mehr kommt, sind diese 5 Jahre Garantie. Das bringt fast jeder Händler mittlerweile als Verkaufsargument. Teilweise haben die Firmen es schon mit drin, also Lastrada hat beispielsweise 5 Jahre schon im Prospekt. Und das soll was sein, wenn Dirk positiv über Lastrada ja, spricht. Also wenn das angebracht ist, mache ich das auch, gar kein Thema. Aber es steht auch bei vielen. Also die ganze Trigano-Gruppe hat 5 Jahre Garantie als Mehrwert mit drin. Ich habe es bei noch ein paar anderen Marken gesehen. Also das ist schon, aber teilweise halt auch heftigst schon wieder rabattiert. Also wir haben das Beispiel genommen, das war die Spitzenwert, 12.000 Euro Rabatt. Und das für keinen Gebrauchtwagen. Also ich habe einen gesehen mit 20.000. Meinsberg hatte einen Kastenwagen stehen für, ich glaube, 78 auf 58 rabattiert. Also ihr merkt jetzt, wo die Messen losgehen, also als nächstes ist ja die die Reisen und Caravan in Hamburg, sie heißt ja jetzt anders. Dann ist die in Essen Ende Februar. Dann kommt in Nürnberg die Messe, dann ist in der, die Free kenne ich gar nicht. Free in München, die ist gleichzeitig, glaube ich, mit Hamburg. Genau. Auf jeden Fall, es lohnt sich jetzt, ist der Markt wohl wieder da, den wir uns gerne für die letzten Jahre gewünscht hätten, wo wir unsere Fahrzeuge gekauft haben. Ja,
Hat aber auch eine negative Seite. Ne? Der Gebrauchtmarkt ist im Moment auch kaputt. Ne? Also siehst du es ja hier bei Marc und Geli. Die sitzen auf ihren Detlefs wie auf... Man sollte vielleicht auch den Waren gerade behalten, weil wer weiß, was auf dem Markt noch so reingespült wird und die Qualität dann auch nicht mehr so gut ist. Das gibt's auch, was wir haben. So viel zur Messe. Auf jeden Fall, sie ist interessant, sie ist klein. Ich glaube, bist du bereit, auch ein bisschen Kritik zu äußern? Zur Not kann es ja schneiden, weil es gibt ja wirklich einen Unterschied, ob man jetzt die Reisen und Caravan, dann auch die in Essen, die Leipziger TC, also okay, da ist die Stuttgarter Messe hinter Caravan-Salon, gibt es ja doch Unterschiede, wie Messe mit Presse arbeitet. Das sind gewaltige Unterschiede. Also hier wirst du eigentlich gar nicht unterstützt in dem, was du tust. Also weder kommst du früher rein, kannst mit den Händlern keine Termine machen, du hast keine Pressetickets, wo du mehrfach am Tag dann hin und her pendeln kannst. Pendeln ist hier sowieso nicht. Und 36 Euro für einen Campingplatz zahle ich nicht. Ne? Sorry. Also man muss sich vorstellen, also wir stehen heute hier nicht auf dem Messeplatz, wo normalerweise die Leute ja hinstehen können, weil das kostet, was haben wir, 36 Euro. Nein, man ist ja ein bisschen weiter außen vor. Arnumer See, schnuckiger kleiner Camping, Ferienwohnanlage. Also man ist wirklich außerhalb, weil das gibt die Messe nicht her. Also wir haben es auch mitbekommen, also die letzten Jahre, letztes Jahr durch Tobi sind wir durch Zufall günstiger reingekommen, diesmal auch. Es ist zwar unser Haus- und Hofmesse, aber was wirklich schade war, weil das hattest du gar nicht mitbekommen, es gab einen Pressetag tatsächlich. Am Dienstag gab es einen Pressetag. Hast du gesagt, heute. Also das fand ich auch sehr interessant. Vielleicht tut sich noch was, aber ich habe schon gehört, die deutsche Messe in Hannover ist wohl ein bisschen besonders. Ja, auch bei den Eingangskontrollen. Das hat alles so lange gedauert, bis sich dieser Vorraum mal geleert hat heute Morgen um 10. Taschenkontrolle, hier nochmal eine Kontrolle, dann wurde Ticket nochmal kontrolliert. Also dafür, dass das Messegelände so riesig ist und noch eine Expo gehandelt hat, war das hier Provinz. Ja, also das war wirklich Provinz vom Zugang her in die Messe. Das hat Stuttgart und auch Düsseldorf besser drauf. Also, ihr selber müsst es mal wissen. Wir wollten einfach mal ein ehrliches Feedback geben. Deshalb ist es eine ABF-Nachlese. Und den Dirk, den könnt ihr auf vielen, vielen, vielen Videos sehen. Deshalb, er hat ja auch fleißig gedreht. Unter anderem eine Weltpremiere, die gar keine Weltpremiere ist. Doch, das war eine Weltpremiere. Also, mir Megamobil sagt, oder wenn Freunde von Megamobil sagen, das ist ein neues Modell, dann ist das ein neues Modell. Und dann. Dann soll jemand. Uns würde es interessieren, ich werde die Kommentare bei dem Video von Dirk natürlich nochmal nachlesen, warum das nicht eine Weltpremiere ist und wo das dann schon mal gegeben hat. Das würde mich einfach interessieren. Ja, es hat es denn in ähnlicher Form in einem verkürzten Grundriss gegeben, klar. Ja, aber auf 680 mit zwei Dinetten ist das jetzt tatsächlich ein neues Modell. Aber gut, irgendeiner hat immer irgendwas zu meckern. Das ist nochmal. Da packt jetzt einer ein. Ich hoffe, der lässt den Hümer ganz. Ja. Und damit wir das jetzt hier gleich mitbekommen und wir ja nicht wollen, dass der Hümer kaputt geht, der glaube, der einzigste Van ist, der keinen Namen hat. Also jeder. Der Lastrader hatte auch keinen Namen. Also er spricht auch nicht mit Bären. Nee. Also ganz komisch, aber ihr werdet euch freuen, es gibt irgendwann nochmal weitere Videos mit dem Mann, der mit Bären spricht und der Mann, der halt mit Männern spricht, die mit Bären sprechen. Genau. Danke, Dirk, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Und ja, wir gehen jetzt wieder zurück. Also die Kamera wird gedreht und dann labere ich einfach weiter. Viel Spaß da draußen. Jetzt habt ihr euch bestimmt gewundert, weil wir haben 2020 und 2023, also jeweils wo die letzten ABF-Messen waren, Videos gemacht. Diesmal gab es nur zum Start per Instagram ein paar Informationen, wo man auch gute Rabatte für Eintrittskarten bekommen konnte. Und dann war es das. Wir müssen dazu sagen, ABF ist eigentlich unser Hausmesse. Aber es ist halt auch für uns schwierig, wir sind immerhin noch berufstätig, zu sagen, dafür nehmen wir jetzt Urlaub und da fahren wir extra hin. Es kostet Geld, das habt ihr gegebenenfalls gerade gehört. Und das ist alles etwas, wo man sagen kann, warum diesmal deine großartigen Videos drehen, wie gesagt, der Rundgang. Dafür gibt es tolle Videos. Camper Tobi war da, die Alfis waren da. Dann Dirk von Avanti Tour, wir haben gerade drüber gesprochen, war auch da. Das heißt, es gibt gute Videos und die würden wir euch einfach sagen, lohnt sich anzuschauen. Deshalb guckt auf deren Kanäle
einfach mal rein. Und da habt ihr alles rund um die ABF. Inwiefern wir nächstes Jahr das machen, wissen wir noch nicht. Zum Beispiel sind wir auch diesmal nicht auf der O 2024. Das heißt, wir müssen ein bisschen Messe runter reduzieren. War eine harte Zeit. Und ja, jetzt würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächsten Videos, die so kommen werden. Auf tolle Reisevlogs, das könnt ihr gespannt sein. Und dann würde ich sagen, nachdem ihr jetzt viel ABF Nachlese gehabt habt, Videos auf den anderen Kanälen gesehen habt, würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt vor allem gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao! Take a